Verehrte Besucher, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit für eine Durchsage. Besuchen Sie auch in Halle 5 unsere Ausstellung Kosmos und Raumfahrt. Die Halle 5. Kosmos und Raumfahrt. Haben wir hinten einer von dem Informationspersonal oder wie man das sagt. Die heiße ich ja so, weil die muss man ja vorher informieren, damit sie auch wissen, was sie ihm erzählen soll. Im Gegensatz zu den Taxifahrern, denn dann darf man nicht sagen, wo man hin will, weil die kommen ja irgendwann dort fahren, wo man hin will. Auf dem kürzesten Weg. Wie es noch kein Autos gehabt hat, hat man zu denen fremde Führer gesagt. Gut, ich habe jedenfalls einer mit so einem Schild. Information. Zuerst habe ich gedacht, der heißt so. Ich sag, wo ist denn die Halle 5? Na, der hat gesagt, tja. Und da habe ich gewusst, dort kommst du nur noch durch Zufall hin. Sagt er, wir sind jetzt in Halle 3, dann käme die Halle 4 und dann die Halle 5. Ah, ist das gut. Mathematisch hätten wir es dann im Griff. Heißt, wenn es mir jetzt noch ungefähr die Richtung sagen könnte, es muss ja nicht stimmen. Nur damit ich halt in etwa weiß, wo ich hinzugehen kann. Um das Ganze jetzt abzukürzen, ich gehe aus der Halle 3 durch die Halle 2. Die sind ja all durch. Einander, nee, wie sagt man, ineinander nin. Und in der Halle 1 habe ich noch gedacht, Dummspitzer. Nicht an die Großglocke gehängt, nur so für mich. Dummspitzer. Bin ich wieder zurück. Sie geben doch zu, dass so jemand, wisst ihr, das sind so Leute, die pinkeln in Halle 100 und behaupten, es wäre die erste Toilette am Südeingang. Dummschwitzer. Naja, es ist ja alles ausgeschildert. Nee, dann misst das die Halle 5 sind. Jo. Sieht ja keinen Sinn, dass eine Ausstellung ist von der Stadt Frankfurt, weil die Wetterkarte hängt. Dann müsste die Halle 6 irgendwie da neben dran sein, weil der Stefan hat noch gesagt, einfach durch die Halle 5 durch. Weil ich soll fürs Hilde, soll ich so Prospekte mitbringen, von denen Wohnzimmer Springbrunnen. Ah, ich sag, geifert. Kann man selber machen. Satellitenschüssel. Bumm drunter gesetzt, ohne Dies. Fertig. Der Erich hat das auch gemacht. Der hat sogar noch Goldfisch drin gehabt. Hat er anfangs so zu starke Bumm drunter gesetzt, ha, die Goldfisch an die Decke geschossen. Der Erich ist jetzt auch schon 6 Wochen im Krankenhaus, ne? Und sieht gar nicht gut aus. Darmkrebs. 62 Jahre. Vorher hat er noch seine 61. gefeiert. Jo, die Ärzte haben gesagt, sie würde gar nicht mehr operieren, ne? Und ist nichts mehr. Tja, kann schon sagen, das ist die letzte Diät unter ärztlicher Aufsicht. Er hätte, ich weiß nicht, an die 40 Kilo abgenommen. Ganz im Hilde gesagt, wenn es nicht so tragisch wäre, eigentlich beneidenswert. Ne? Deswegen sage ich immer zum Hilde, wenn sagt, ich sollte bis hier abnehmen, sage ich immer, wenn ich im Motto leihe und mich nicht mehr bewege und will wissen, ob ich noch atme, brauchst du mir nicht den Spiegel vorzuhalten. Sowieso so eine Unart von der Verseherin. Ich sage immer, muss nur gucken, ob sich der Hügel noch bewegt.
Du musst am Gürtel horchen. Und wenn der beim Einatmen immer sagt, oh weh, und dann wäre schon, aha, hier atmet der Chef. Stehe ich Ihnen da in der Aussicht? Wollte Sie sich was angucken, oder? Das ist die Erde. Ist ja nicht alles drauf. Ich meine, klar, die ist ja nicht nur so rund. Die ist ja auch noch... Ist ja nur eine Fotografie. Nicht? Die ist ja nur, wenn Sie hier Fotografie haben und Sie gucken so schräg drüber, ist das ja nur wie eine Fläche. Und wenn Sie dann, oder anders erklärt, Sie kennen doch beim Fernsehen, wo das da mit einer 2D-Brille, wo man so den Eindruck hat, als wäre das so wie in echt. Und das ist jetzt los, oder? Das müsste jetzt noch. Also so rund sind. Also rundherum. Mehr wie mit dem 2D. 4D. Sagen Sie mal, glauben Sie das da mit dem ganzen Kosmos? Ich meine, ich glaube schon, dass es das gibt, aber wie das da alles so zusammenhängt. Ne? Sagen wir mit Sitzgelegenheiten sind die hier auch schwer aufdringlich. Ob man sich dort drauf sitzen kann. Sehen Sie, das ist jetzt so wie das, wo ich die ganze Zeit erzählt habe. Der Stein ist förmlich, also nicht so wie bei dem 2D, wo man nur den Eindruck hat, es wäre so wie da. Der Stein ist Plastik. Es ist ja bei der Erde egal, egal wo man steht, ob jetzt am Nordpol oder am Südpol, man guckt immer nur oben. Obwohl man ja am Südpol mit dem Kopf noch unten hängt. Ich meine, gut, die Fledermäuse hängen auch mit dem Kopf noch unten, nicht? Und die kommen ja wunderbar zurecht. Gut, die halle sich fest. Das muss man natürlich nicht machen. Ne? Wegen der Erdanziehung. Jetzt, woher das kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Wäre mir ehrlich gesagt in dem Moment, wo ich am Südpol mit dem Kopf nur unhänge, ah, egal. Ne? Der Meier kurz sagt: Mir würde auch auf dem Kopf stehen, es käme immer darauf an, von wo aus man das sehen wird. Ich sag, jo, ist genau wie bei dir, egal wo ich dich treffe, ich werde immer gleich bleiben, dumm. Der Stefan sagt, wenn am Südpol einer einen Kopfstand macht, wird er mit den Füßen im Nichts stehen und hätte die Erde auf dem Kopf. Und ich sag, jo, von mir aus, wenn es mir Spaß macht. Ach, das sind so dem sei. Da will der wart ja nur drauf, da will der mich testen, ob ich dann sage, ja, wie ist dann sowas möglich? Naja, die Erde kann ja gar nicht darunter fallen, wie ich die Erde anziehe. Da hat sich am Fernsehen schon so Satellitenaufnahmen gezeigt von der Erde. Und hat Hilde gesagt, so ein Globus ist eigentlich täuschend ähnlich wie die Erde. Ah, ich sag, für den Zweifelsfall muss ich da immer merken, der Globus ist beschriftet. Und in einem Haufen ist auch Licht. D
die ganze Kontinente war ja angeblich immer all zusammen und sind dann im Laufe der Zeit auseinandergegangen. Genau wie St. Berger Schelga und sein Mann. Sind jetzt auch auseinandergegangen. Die waren allerdings nur 5 Jahre zusammen. Zum Glück waren keine Kinder da. Also jetzt nicht nur an dem da, wo sie sich getrennt haben, sondern überhaupt. Ja. Er hat ja an der linken Hand eine Handprothese. Und er hat mit seinem Schwager, den ja viel am Haus selbst gemacht, an seiner Kreissäge gestanden. Und jetzt der Schwager gesagt, Manfred, wie soll denn ich die Bretter da jetzt durchschneiden? Nee, der gesagt, Horst, stell dich doch nicht so dumm dran, ey so. Und habe ich dann eine Handprothese dran machen gelassen. Ne? Ah ja, wer sonst die Uhr so schlecht gehalten hätte. Und der ist Linkshänder. Also wahr. Zildesatz hat gehört, der wird sich jetzt vegetarisch ernähren. Na ja, ist klar, jetzt hat er keine Frau mehr, die ihm das Fleisch schneidet. Hinterher lernt man das ja schon richtig zu schätzen. Ne? Jo, die müssen in letzter Zeit öfter Balava miteinander gehabt haben. Sie war oft beleidigt, weil er zu spät heimgekommen ist. Der hat ja bei der Amerikaner auf den Flugplatz geschafft. Da war er B's. Naja, vielleicht gehen sie ja noch einmal zusammen. Ne? Die Kontinente. Ne? Ich erlebe das nicht mehr. Ne? Ah, wo wir gerade drüber schwätzen, muss ich Ihnen mal was erzählen. Ich habe gedacht, wenn ich Sie noch mal treffe, muss ich Ihnen das immer unbedingt erzählen. Wissen Sie genau, wer sich da alles um was dreht? Also die Sonne dreht sich nicht. Das ist die einzige Bewegung, wo die macht. Ne? Ja, unvorstellbar, was das für eine Energie ist. Ne? Die ganze Erektion da. Ne? Kilometer weit. Also die Erde dreht sich um sich und auch noch um die Sonne. Stehen Sie. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt die Sonne. Und Hilde dreht sich um sich. Und noch. Naja, gut, dann wird sie immer gleich schlecht. Das ist ja auch nicht so schwer. Und der Mond dreht sich um die Erde und auch noch mit um die Sonne. Ich meine, es bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt kommt das Interessante. Ich habe mir doch nie können im Ilz diese Telefonnummer melden. Jetzt pass auf. Bis die Erde sich immer rumgedreht hat, dauert es einer da. Ähnlich wie beim Stefan. Einer da. Bis die Erde sich immer um die Sonne drumherum durchgeschlagen hat, 365 da. Und der Mond, bis der immer um die Erde ist, 27 da. Und im Elz dieser Telefonnummer ist 136527. Ist das nicht? Und mit Familienname heißt sie Neumann. Jetzt stellen Sie sich mal vor, statt dem A, wäre O, wie die Neumond heißen. Ist das nicht kosmisch? Komisch, ne?
Aber so kann man sich das wunderbar merken. Ich habe gedacht, wenn ich Sie noch mal treffe, muss ich Ihnen das mal erzählen. Interessant, ne? Wie sagt man doch, wenn man so versucht, sich was zu merken? Eine Zebrastreife, was war nur? Eselsbrück, ja. Oder wenn man nicht inschlafen kann, wo man dann, sagen wir mal, Schafe zählen soll. Ich habe das immer gemacht. Einmal und nie mehr. Mal im Bett gelegen, mir eine Schafsherde vorgestellt von, sagen wir mal, 100 Personen. Ne? Die über so einen Zaun hätte springen sollen. Die erste 99 waren innerhalb einer Viertelstunde. 20 Minuten waren die durch. Aber das Letzte. Mensch, du, dass wir über den Zaun gehupst. Morgens um 6:30 war es mir dann so dumm. Habe ich das blöde Stück Fieber, den Zaun. Also jetzt nur so. Ne? Dann war ich zwar endlich so müde, dass ich hätte schlafen können, aber um 7 Uhr muss ich ja wieder aufstehen. Es gibt Leute, die wundern es nicht sowieso, dass die noch heuschlafen können. Da unser Büchermeister. Mensch, ja, um ihn müsste ich alles drehen. Er wäre da so der Mittelpunkt. Lauf doch schon wie lange die Diskussionen wegen der Umgehungsstraße. Und da ist doch auf dem Gelände, wo die... Kolbingstraße parallel im spitzen Winkel dran vorbeiführt. Dort hat lang die Reifenfirma Edmund Glaser gestanden. Und der Glaser Edmund ist ja im Stadtrat und ist mit dem Büchermeister für die Umgehungsstraße. Glaser Edmund war ja für die Umgehungsstraße schon immer so Feuer und Flamme, dass vor 2 Jahren in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag seine Firma abgebrannt ist. Ich habe damals noch zum Hilde gesagt, ob das da mit rechten Dingen zugeht. Der Glaser war zwar zu der Zeit im Urlaub, aber der Büchermeister hat auf so einer Insel noch ein Haus. Ich weiß nicht genau, wo das ist, müssen so 1 oder 2 Inseln sind. Halbe Stadtrat war schon dort. Muss als Häs hergehen. Wie heißt denn die Insel? Irgendwas mit Sodom und Gomera. Oder? Ist jetzt egal. Dann hat man zeitlang vermutet, dass der Sohn vom Büchermeister und vom Glaser, dass die was mit dem Brand zu tun gehabt hätte, aber die haben für den oben, haben die einen, wie sagt man? Alibi, ja. Ah ja, wenn man schon mal in der Situation war, weiß man das, ne? Ne, die haben für den oben ein Alibi gehabt, die haben an dem oben im Jugendzentrum jugendliche Ausländer zusammengeschlagen. Angeblich Notwehr. Rechtsanwalt gesagt, ne? Schwiegersohn vom Glas ist ja Rechtsanwalt. Ne? Es ist ja auch in erster Linie darum gegangen, ob die Versicherung bezahlt. Und der Büchermeister ist ja noch Aufsichtsrats... was? Sitzender? Bei einer Versicherung. Sie haben ja dreimal rote, bei welcher Versicherung der Glaser versichert ist. Merken Sie was? Na, hat der Glaser, ich habe das am Stammtisch gehört, hat gesagt, er will die Firma auf jeden Fall wieder aufbauen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Und die Versicherung hat ja nicht schlecht bezahlt. Dann hat er sich so eine moderne Firma hingestellt, dass er zuerst mal 16 Leute entlassen. Von 18. Um jetzt auf die Umgehungsstraße zurückzukommen, haben sie dort die ganzen Bäume gefällt, nicht im Umweltschutz. Ja, damit die nicht kaputt gehen vom Waldsterben.
Ei, nee, da habe ich ja noch Verständnis dafür. Da haben sie Bürgerinitiative gegründet, die gegen die Umgehungsstraße waren, Unterschriften gesammelt. Jungs, ich unterschreibe nichts. Erstens wohne ich nicht dort. Und zweitens geht mich das Ganze nichts an. Und dann bekommst du womöglich noch jeden Monat Zeitschrift oder sowas geschickt, ne? Nö. Und der schlau Glaser sagt, er wird eine schlechtere Lage für seine Firma in Kauf nehmen. Nur, wenn die Umgehungsstraße kommt, und die kommt, sitzt er mit seiner Firma mitten im Industriegebiet. So wird geschafft. Aber wie ich damals meine Garage an 2 Meter vorziehen wolle, haben sie gemacht, als würde der Kanaldeckel vor meinem Haus und der Denkmalschutz stehen. Habe ich damals mit unserem Vorstand geschwätzt vom Verein, so schwacher zum Bechermärsch, dann ist das dann in Ordnung gegangen. Ne? Ich hatte lediglich müssen so ein Formular unterschreiben, dass ich die Garage halt nicht öffentlich nutze. Sagen wir jetzt wie ein Parkhaus oder so. Ne? Nee, für eine Tiefgarage wäre sie ja zu hoch. Ne? Nee, muss ich sagen, also alles, was recht ist, hatte Bechermärsch, dass ich damals drum gekümmert. Wird auch viel geschwitzt. Ich will jetzt doch gar nicht. Genau wie damals in der Parkanlage die Serie von den Vergewaltigungen war. Der Bechermeister ja auch prompt reagiert. Haben wir doch damals die moderne Beleuchtungsanlage bekommen. Und die hat ja die ganze Zeit gebrennt bis 10 Uhr abends. Ne? Also der Bechermeister sagt, mit Recht, ich kann nicht jede oben dort Polizeistreife laufen lassen. Er sagt, ich brauche die ganze Leute. Weil jedes Mal sagt er, wenn das Kino aus ist, die ganze Büchersteiche mit Autos zugeparkt sind. Sagt er, wenn man da nicht von Anfang an durchgreift, sagt er, die Leute stellen ihre Autos überall hin. Emo haben sie allerdings im Park einer erwischt, gleich verhaften so. Na, hat sich herausgestellt, die 2 haben sie zusammengeheert. Also der hat die gar nicht. Also schon. Und sie war die jüngste Tochter vom Bechermeister. Jetzt brennt die Lampe bis um 11. Wissen Sie eigentlich genau, wann die hier zumachen? Wahrscheinlich pünktlich, ne? Ich gehe jetzt liebst in die Ausstellung mit den Probierständen. Ist immer ganz interessant, ne? Die da haben noch nicht mal ein Getränkeautomat oder sowas. Oder ist das do? Nee. Soll das do sein? Normal steht immer dabei Kaffee, Cola, Sandwich. Trinke ich mal besser nicht drauf. Die B-2-Mission. Die Raumfähre Columbia startete am 26.04.1993 vom Kennedy Space Center in Florida zur deutschen Raumfahrtmission D-2. 5 amerikanische und 2 deutsche Astronauten führten im Weltraumlabor Space Lab 88 wissenschaftliche Experimente durch. 11 Tage lang sendete die Erde, der dritte Planet von der Sonne aus. Die Erde dreht sich im Laufe eines Tages von Westen nach Osten
einmal um ihre Achse und läuft dabei während eines Jahres 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden in einer kreisähnlichen Ellipse um die Sonne. Äquator und Erdbahnebene sind um 23 Grad, 27 Minuten geneigt. Jo, von mir aus. Ich habe jetzt gedacht, dass die ihm da ein paar vernünftige Informationen bieten. Sagen wir mal, wo der nächste Imbissstand ist. Das lese ich irgendwo ab. Kannst du nicht kontrollieren. Müsste Afrika sein. Ist da oben noch schwach Europa zu erkennen. Wenn es ist. Bodensee ist nicht drauf, nee. Ah, nee, ich war schon mal in Konstanz, das ist auch ganz schön, ne? Also ich verstehe nicht, dass immer noch so viele Näger zu uns kommen. Die haben doch ein großer Auslauf. Ja, man befürchtet ja regelrecht eine Völkerwanderung, ne? Das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich mache mit dem Hilde bei der Natur und Wanderfreunde, machen wir immer schöne Wanderungen, ne? Nur da geht jeder obens wieder heim. Und so dumm ist der Neger gar nicht. Stille Pels. Der kommt zu uns, klaut sich ein gebrauchter Peugeot, geht dort nun an, macht irgendwo ein Taxi- und Kanu-Betrieb auf. Der ein oder andere studiert noch bei uns, geht dort nun an und macht uns um ein Bananenviertel der Präsident. Das nächste Mal kommt er schon mit dem Flugzeug, was ich das Geld abzuholen. Ja, da wirst du so schnell auch nichts ändern. Dort die ganze Themen, dort das, ich sag mal dann, wie heißt dann dort diese Frauenbewegung, also nicht das Putze. Emanzipation und da mit dem Ausländerzulauf, das sind Reizthemen vor der Wahl. Und hinterher bleibt alles. Jo, man weiß, wozu es gut ist. Genau wie mit der ganzen Entwicklungshilfe. Ah, so eine Sache. Was nützt denn das, wenn wir dir nicht nur Maschine hinliefern? Können doch dort damit gar nicht umgehen. Die wissen ja nicht, wie man dort was Waffen macht. Obwohl das Hauptwaffengeschäft ist ja mehr da in dem asischen Bereich. Ne? Ich sage immer der geschlitzte Kontinent. Ne? Nee, ist mehr da in dem asischen Bereich. Ne? Mit Hauptsitz in, das war ich in Deutschland. So wie der Amerikaner immer Kaugummi dabei hat, so haben die dort, da hat doch jeder Sprengstoff in der Tasche. Kannst du mal ruhig glauben. Alles so undurchsichtige Völker. Ne? Wissen Sie, all die, die so schwätzen, so, soll ich Ihnen das jetzt erklären? Wie wenn eine Badewanne leer läuft. Weißt du, so. Muss schon vorsichtig sein. Ne? Ich habe nichts gegen die Leute. Ne? Wenn sie grüße. Ich fahre als nur Kassel. Nicht oft. Selten. Also wenig. Ne? Weil ein früherer Arbeitskollege von mir, der wohnt jetzt dort, der hat dorthin geheiratet. Seine Frau hätte auch keine hierher kommen, aber sie wollte sich die Fahrerei sparen. Ne?
ist er dann dorthin gezogen. Und wenn wir dort sind, gehen wir als Erste durch nebendran, so lokal und da bedient auch so wohl. Halbdunkler. Bis der überhaupt mal an den Tisch kommt, bringt er die Getränke nicht bei. Und das Erste kommt meistens, wenn überhaupt, also es dauert lang. Habe ich zu meinem Kollegen schon gesagt, wenn ich den jetzt froh über Handgranate hat, lädt der mir schlagartig das ganze Sortiment hin. Kann schon wahrscheinlich noch Farbwünsche äußern. Kann ich nichts dran machen. Jetzt warten wir, wie geht das? Das ist gut. Pass mal auf. Ein Inder mit Zünder lebt ohne Gesünder. Ist gut, ne? Nee, ist gut, oder? Ist gut, ne? Oh. Ein Inder mit Zünder lebt ohne Gesünder. Wenn ich mich kaputt lache. Sie jetzt nicht so, ne? Günder. Mein Kollege in Kassel heißt Günder. Und ich sonst nur. Ja. Und wenn irgendwo auf der Welt Waffe auftauchen, wer war's? Die Deutsche. Mensch, was gibt's nur noch Waffenhändler? Sind Sie hier Waffenhändler? Ich auch nicht, also. Wenn ich eine Firma hätte für Toaster, hätte jetzt einen Auftrag, 50.000 Toaster in die Irak zu liefern. Ja, da kann doch ich nichts dafür, wenn die so lange dort dran rumschrauben, bis die Dinger schießen. Der Araber, der Araber ist so fanatisch. Regelrecht fanatisch. Die schaffen so lange dort dran rum, bis sie aus den 50.000 Toaster schneller Brüder gebastelt haben. Ja, so sind die Brüder. Obwohl auf der Gebrauchsanweisung steht, nur für dünne Brotscheiben. Kennen Sie ja wahrscheinlich noch nicht mal lesen. Aus Strohhalme machen die Kanone rum. Schon nichts dran machen. Nur da kenne ich doch mir nichts dafür. Oder wenn sie Panzer bestellen. Gut, das ist jetzt eine Bestellung. Und musst du noch hinbringen. Das alles steuere tut sowieso der Amerikaner. Aber 100%. Kann schon sein, der Mensch denkt, der Amerikaner lenkt. Jetzt warten wir. Amerika ist jetzt... Ja, egal. Jetzt sagen Sie mir mal, wo ich gerade hingucke, wo das Ozonloch sind soll. Irgendwo, das sind ja über der Erde sind ja noch so Schichten, verschiedene Schichten. Auf der Erde gibt es ja noch die Frühschicht, die Mittagsschicht, die Nachtschicht. Nee, das war jetzt nur, das war jetzt nur so. Nee, es sind so verschiedene Schichten, geschichtet. Und da ist dann irgendwo das Loch drin. Ne? Naja, jetzt wie die einzelne Schicht hier ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Du lieber Gott. Eine hier ist so ähnlich wie das italienische Eis. Abgesprochen wie eine Sau. Hä? Ist auch besser, dass es zusammen gesagt hat, weil ihn allein kann ich so dumm gar nicht schwätzen. Ne?
Scheiße. Hey, wie sagt man dann? Obwohl, das esse ich ganz gern. Nee, ist schon, nee, schon klar. Nee, wie sagt man dann? Stracciatella. Ja. Der gleiche. Ja. Muss ich wieder gut machen. Ne? Ah, der Backe kann ich da schlagen. Ne? Rotzlöffel frecher. Steht mal auf und sagt, Herr Bäcker, ich hätte Vorschlag zu machen. Ne? Ah, das sollst du mir den Stefan erlauben. Da guckt der halb schon den Fernsehen. Der so groß, ne? Handzahm wie ein Piranha. Ne? Stratze ist jetzt egal. Bei uns hat übrigens ein neuer Eisdiel jetzt aufgemacht. Ne? Gehen dort gar nicht gern hin. Ne? Komische Atmosphäre. Ne? Und je weiter du so von der Erde weggehst, umso dünner wird die Sauerstoffluft. Ne? Bis es so dünn ist, dass man sagen kann, es ist praktisch gar kein mehr da. Und dann wird sie auch schon schwarz. Und dort sitzt dann die Religion. Also das Christkindchen und der Osterhas. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel von dem Recycling. Du kannst auf die Schokoladehase schreiben, ich war ein Nikolaus. Und auf den Nikolaus kann man schreiben, ich bin's wieder. Ja, das gehört alles zu dem ganzen Kreislauf da so dazu, ne? Der Schindler-Gregor hat sich so mit dem Kreislauf, ne? 220 Blutdruck. Vor drei Tagen hat er sein neues Auto bekommen. Schönes Auto. Macht Spitze 180. Nee, das Auto fährt 220 und er hat 180 Blutdruck. So. Ich habe gewiss, einer ist schneller, aber. Haben Sie das Seiler-Heinz gekannt? Woher? Dem sein Vater, wo Schreiner war? Nee, der Mensch ist ganz anderer. Könnt ihr Sohn sein? Ich werd's genauso dumm. Ziel, hä? Nee, das ist Seiler Heinz. Ah, Heinz gehäst, ne? Also, wir zwei zusammen haben Heinz gehäst, ne? Also, jeder für sich. Nee, verstehen Sie? Also, wenn ich jetzt nicht Heinz häse, wird hätte der trotzdem, ist aber manchmal so schwer, Ihnen was beizubringen. Jedenfalls, der hat sich aufgehängt. Aus heiterem Himmel. Man weiß jetzt nicht warum. Ob er krank war oder verheiratet oder. Ne? Großer, kräftiger Mann, war früher bei der Marine. Naja, der hat ja sämtliche Knoten gekannt. Krawatte hat er keine Kennbinde. Ne? Also mein Fall wäre das nicht. Mehr am Strick zu hängen wie am Leben. Ich habe so Hilde gesagt, eigentlich hat er noch Glück gehabt. Ne? Stelle Sie sich mal vor, sowas geht schief. Falsch drunter schlagt er die Knie auf. Josef, Frau ist fix und fertig. Im Speicher hätt's nicht gefunden.
Sie hat gesagt, er hätte sich vom Wohnzimmer noch ein guter Stuhl mitgenommen. Und das hätte sie ihm immer wieder gepredigt, er sollte wenigstens eine Zeitung unterlegen. Sagt sie, ich könnte ihm gerade was antun. Und die Versicherung bezahlt ja auch nicht. Ne? Das muss jeder selbst wissen. Ne? Ich weiß ja auch nicht. Zielte sagt so, was wir jetzt nie machen, allein schon wegen dem Geschwätz von der Nachbarschaft. Und da muss man ja, ne? Ach du Lieb, muss ich mir was erzählen. Zielte es mal hin, war ganz fertig, Satz, was denkst dann du dir, was ich die Leute erzähle? Der Stefan hat ein Verhältnis mit einer rothaarigen Französin und deren Ältere hätte ein Weingeschäft. So, bin ich der ganze Sache nur, hat sich herausgestellt, dass der Stefan irgendwann mal erzählt hat, er wird verhältnismäßig viel französischer Rotwein trinken. Irgendwann heißt es noch, wer stoten ist an die Leute, er hat mir es doch selbst erzählt. Aber alles klar wird, was die Leute heutzutage erzählen. Ne? Gehen Sie mal ins Geschäft, wenn Sie doch guten Tag sagen heißt, muss ich erst mal Chef holen. War mal in einer Eisenwarenhandlung, wollte ich mal 2 Zehner Schraubenschlüssel holen, sagt der, dann hole Sie sich doch 21er. Ah, ich sag, ich habe doch A2 Schraube. Wenn ich Ihnen jetzt nicht geholfen hätte, hätte es das auch nicht verstanden. Wir haben mal Föhn gehabt. Also es Hilde, die hat nicht mehr richtig, sagt man dann. Was? Kann ich das mit dem Föhn vielleicht noch fertig erzählen? Es Hilde hat noch gesagt, pass auf, die Pilze sind richtige Wutze. Ach, und da klatschen sie. Nee, wie sagt man dann? Geföhnt. Ne? So naheliegend, ne? Wie ins Geschäft, nein, seid der föhnt nicht richtig. Sagt der Verkäufer, ist doch ein schöner Föhn. Also was nützt mir das, wenn der Föhn schön ist, aber nicht föhnt? So, das wäre von den Föhn jetzt nicht gewöhnt. Ich sag, gewöhn, ich hole mir ja auch keinen Föhn, nur wenn man schon immer Föhn hat, wäre es doch schön, wenn er föhnt. Wie ich fort bin, ich sag, bestelle sie dem Chef noch einen schönen Gruß. So, das kann aber 14 Tage dauern. So, gehe ich nochmal weiter durch die Ausstellung. Vielleicht finde ich hier irgendwo Getränkeautomat. Bleiben Sie auch noch eine Zeit lang dort. Vielleicht treffen wir uns noch mal, ne? Jetzt wieder? Was ist ja Witz. Wenn ich jetzt noch einmal treffe? Nee, ich wollte sagen, dann gebe Sie mir eine aus, was packe ich ja nicht alles. Ich habe vor kurzem, also vorhin, also jetzt im Moment noch, normal kann man immer nur sagen, ich habe vor kurzem den oder den getroffen. Ich habe vor kurzem den Richard getroffen. Oder ich habe vor kurzem den Martin gesehen. Oder ich habe vor kurzem mit dem Leo geschwätzt. Oder dem seiner Frau, es spielt jetzt auch keine Rolle. Könnte ich Ihnen jetzt noch unheimlich viele Beispiele sagen. Ne? Man muss halt immer mit Bestimmtheit wissen, ich habe denne oder denne getroffen. Sie können aber ohne Bedenken, können Sie sagen, vor kurzem war ein Chemieunfall. Das stimmt immer. Gut, ist in den meisten Fällen ja harmlos, weil es heißt ja doch in 10 von 9 Fällen, dass für die Bevölkerung nie so gut wie Lebensgefahr, dass das und
dass Kennedy eine sein, wenn es stimmt. Wenn es nicht stimmt. Ne? Können die sich gar nicht leisten. Nur da die, wie heißt es dann, da die Langzeitstudenten, die in der Weltgeschichte ganz Jahresurlaub machen. Greenpeace. Kennen Sie, ne? Wo da neulich da die Schildtankstelle auf so Insel geschleppt haben. Am Stammtisch habe ich gesagt, jo, was braucht die Maria Schiller echt in die Tankstelle? Das war jetzt nur, nee. Ein Kollege von mir, der hat sich jetzt nach Jahren endlich keine gebrauchte Wohnware kaufen. Die fahren mit dem Schiff da rum. Und damit sie ab und zu mal ins Fernsehen kommen, sagen sie, dort ist es giftig. Da wäre welche so kleine Giftpäckchen, da wäre ganze Strände gesperrt. Was die mir manche Urlaubsland und Firmen schon eine Schade zugefügt haben. Ne? Aber sie müssen es ja nicht bezahlen. Ne? Wisst ihr, was ich Ihnen sage? Wenn da so ein paar Firmen so ein bisschen Arzneimittel ins Wasser kippen, ne? Du lieber Gott, wäre die Fischer nicht so anfällig. Es hielte, wollte ja schon immer mal in die Nordsee fahren für Urlaub zu machen, weil es wollten wir dort die fangfrische Fischstäbchen essen. Ne? Nee, das heißt nur, das war jetzt nur so. Ich bin da jetzt auch nur drauf gekommen, weil ich gesagt habe, vor kurzem. Ich war eben auf der Toilette zwischen der Halle 32 und die Toilette. Ne? Ach, war dort ein Harndrang. Nee, ich sag mal, Anklang. Nee, Drangang. Andrang. Und dann ist doch gestanden und ich war an der Reihe, ne? Hat da an der Wand der Automat gehängt. Hat ich noch gedacht, ach, die Zigaretten sind aber billig so. Es war gar kein Zigarettenautomat, das war. Ah ja. Also, Art Filter. Die Männer unter Ihnen wissen jetzt mit Sicherheit Bescheid. Ne? Man muss es ja jetzt nicht überziehen. Ich habe für so Anlässe, wenn ich durch so Ausstellungen gehe, immer mein Sitzkissen dabei. Ne? Oh ja, man muss sich ja so beim Rumlaufen und so ab und zu ja, also mal hinsitzen. Ne? Wahrscheinlich die Columbia. Zum Hilde schon gesagt, das ist die Schwester von dem Kriminalinspektor, der da als im Fernsehen kommt. Ne? Nee, ist schon klar. Nee, ist klar. Ist schon klar. Nee, ist schon klar. Interessiert heutzutage gar keiner mehr, ob so ein Ding durchstartet oder wieder landet. Ne? Wenn wo was passiert, jo. Ist ja auch selten. Ne? Der meiste Qualm, wo da entsteht, ist ja Wasserdampf. Ne? Weil das sind unter den Rakete sind riesige Wasserbecken, um die ganze Anlage zu kühlen. Weil da wird es ja doch schon ein paar Grad, wenn so ein Ding durchfliegt. Ne? In der Rakete ist flüssiger Treibstoff. In so ein Gemisch. Ne? Frohse mich jetzt nicht was. Nicht? Irgendein Gemisch. Nicht? Also ist nicht wie beim Zweitakter. Da kommt jetzt zum Benzin noch Öl dazu. Nicht? Flugzeuge fliegen ja mit Kerosin. Wisst ihr, was Kerosin ist? Petroleum. Tja, mach was dran. Nur, das heißt natürlich jetzt nicht, dass. Nee, das ist jetzt blöd. Nee, ich wollte sagen, das heißt jetzt nicht, dass Petroleumlampe fließt. ich sitze mich mal noch einen Moment hin oder wollte es nicht weitergehen?
ist ja interessant, was man in so Steindorf hier Abdrück findet, ne? Von vor Wochen, ach was. Jahre, ne? Jahren, ja, Tausenden. Ne? Also in den Naturstein findet man wahrscheinlich nichts. Ne? Vielleicht ein Stück von einem Plastikbecher, wo man noch bestimmen kann, ob das Naturjoghurt war oder mit Geschmack. Bei der Pflanze wird so ein Abdruck später jomo ein Fossil. Bei den Tieren wird so ein Abdruck ein Reptil. Und beim Mensch wird der Abdruck kurze Zeit schon später das Gebiss. Vielleicht hat in übernächster Zukunft die Menschheit durch die Genforschung, wo es jetzt so gibt, gar kein Problem mehr mit dem Zahnausfall. Ne? Weil der Mensch dann gar kein Zähne mehr hat. Ne? Ja, es wird alles erforscht. Der Kosmos und der Mensch. Alles erforscht. Wird alles annualisiert. Ne? Also mit der Gentechnik schon Versuche gemacht mit Gemüse, ne? Wer dafür das Salat gezüchtet, der ist abwaschbar. Man kann ihn zwar nicht essen, aber er ist wasserdicht. Ne? Gerade die ist ja so groß wie Medizinbill. Schmecke also. Und beim Mensch könnte man das A beeinflussen, sie würde es zwar nicht machen, aber es wird gehen. Jetzt wie das im Einzelnen funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe am Stammtisch gesagt, gibt es vielleicht nur irgendwann jemanden, der genauso aussieht wie ich. Das sah der Schistel, Theo, völlig im Zusammenhang. Deswegen heißt das A Klon. Beim Schistel-Theo wird es nichts schade, wenn man dumm wird, ein paar Schrauben austauschen. Wie in den Horrorfilmen. Ne? Nur da kommt zwischendrin keine Werbung. Ne? Können Sie sich das mit den Genen da so vorstellen? Fernsehen war mal berichten, war das wie so einzelne Klumpe hintereinander. Sagen wir mal, wie wenn es Hilde Schokoladepudding kocht. Und nicht schnell genug rührt. Ich habe gesagt, du musst das Schokoladepulver vorher in Milch auflösen. Also nicht zum Schokoladepulver sagen, so und jetzt bitte gleichmäßig verteilen. Oder mit dem Schneebesen regelrecht scheuche. Und das dann ganz in die Milch dazu. Ich habe das auch mal gemacht und dann zwar auch Klumpen gibt. Ne? Mich persönlich, der jetzt nicht. Esse kein Schokoladepudding. Und so kann ich mir vorstellen, dass das mit der Gentechnik auch nicht immer so hundertprozentig hinhaut. Ne? Irgendwann züchtet sie noch Steaks hochkant. Die wird ja dann beim Grillen durch die Rost rutschen. Ne? Sagte Meierkurt, dann könnte man doch die Steaks mit der Breitseite hinstellen, dann wäre es doch wieder wie es war. Heißer, seit wann stellt man dann Steaks? Es gibt Leute, die machen es sich unnötig kompliziert. Genau wie wir damals mit unserem Verein. Wollten wir eine Ausstellung machen?
Damals beim 25-Jährigen ist es zunächst nur darum gegangen, wo. Die eine wollte ins Gemeindehaus, die andere in den Bürgersaal. Die Mehrheit wollte einen größeren Raum neben am Eckstübchen. Nur dort waren Asylanten drin. Seit der Zeit ist ja dort auch kein Seniorenturnen mehr, ne? Und da kannst du ja auch nicht ewig warten. Da haben sie abgestimmt, sind sie ins Gemeindehaus, dort wollte zwar keiner hin, aber der Vorstand hat gesagt, er hätte das mit denen alles schon abgesprochen. Dann ist der Palaver losgegangen, ob sie überhaupt und wenn, dann wie, sie sollte die Stellwände stellen. Heißt das, Beste ist doch, wenn man jeweils eine Stellwand, heißt das, haben wir überhaupt Stellwände? Hat unser Kasewatt gesagt, seine Tochter wäre in einer Theatergruppe, die hätte Stellwände. Und da haben wir die Stellwände so aufgestellt, dass wenn man... wenn Sie mit dem Rücken zur Fensterfront stehen, war rechter Hand der Eingang. Dann hat man können so rüngehen und dann seitlich hinter die Stellwände. Oder anders erklärt. Es waren wie so einzelne Nische. Die haben rechtzeitig, rechtwinklig zur überwiegenden, zur gegenüberliegenden Wand gestanden. Freitags haben wir angefangen aufzubauen und da später soll die erste Eröffnung sein. Machen wir so, geluchte Metallpfosten, hat man keine oben die Platte einzeln so inhänge. Aus der letzten zwei Nische wollte sie eh nie Nische machen, da soll Samstag die Sektbar hin. Hat er schon die Zusage gehabt von den zwei wichtigsten Kulturträger aus dem Ort, Gesangverein und die Brauerei. Da hat der Sportverein gesagt, sie werde auch mitmachen, sie hätte auch einen, wie sagt man, wie heißt der, wo alles bezahlt, also nicht der Vater, was? Sponsor, ja. Es war so eine Sanitätsfirma. Die wollte im Foyer, wollte die Toilette und Fliese und Modefratte. Vordematte. Schirmherr, jetzt solle die Frau Dr. Haas von der Landesregierung machen. Das war alles so weit. Wissen Sie, ob Sie die kennen? Frau Dr. Alfred Haas. Da hat der Vorstand vom Sportverein, der Rüdiger Mägel, dem sein Sohn ist so, der macht immer mit bei dem Jugend trainiert für Olympia. Er ist Apotheker. Und der ist ja noch drin im Landessportausschluss. Ne? Und da hat es doch damals eine Doping-Zwischenfall gegeben. Also es war nicht so ganz klar. Ne? Es hat geheißen, der Sportler hätte vor lauter Aufregung neben das Röhrchen gepinkelt. Ob er die Hose auch abgeben könnte. Und da hat der Rüdiger Mägel, Vorstand vom Sportverein, führt den Sportler in das Röhrchen. Nur jetzt ist der Sportler im Krankenhaus mit Verdacht auf Nierenblut. Die ganze Aufregung mit dem Doping kommt doch nur, weil ich deine Partys nicht mache.
hat jedenfalls dumm uns gleich alles in der Presse gestanden und hatte Sportverein die Beteiligung an der Ausstellung abgesagt. Kurzerhand, langer Sinn. Donnerstags mittags um 16:30 haben wir die Platte wieder abgebaut. Das war unsere Ausstellung. Hat lediglich in der Zeitung hat so kleine Artikel gestanden, haben sie die vorstellt, die haben sie wieder hervorgehoben. Nicht? Sie hätte die Initiative ergriffen. Habe ich damals am Stammtisch gesagt, Initiative ist wahrscheinlich das Fremdwort von Flucht. Sie würden nach einer Alternative suchen. Ja. Suche halt noch. Frühere halt noch in der Sterne rum. Wird ihr dann dort dazu passen, ne? Mancher von uns wird manchmal unser Vorstand gerne auf den Mond schießen. Ne? Naja. Da gibt's doch dort die das dort so deuten, was die Sterne für eine Bedeutung haben. Also jetzt nicht für die Lokale, sondern wie der Mensch auf die Sterne reagiert. Wie sagt man? Astronaut? Nee. Astrologe. Und wenn sie passend sind, dann Astrolüge. Das heißt nur so. Nee, das gibt's, wirklich. Das gibt's. Da müssen sie sagen, wie sie heißen, wo sie wohnen, wann sie geboren sind, und dann sagen die, jawohl, sie sind's. Nee, das ist so. Die sagen, bei ihrem Sternzeichen haben sie denne oder denne Assistent. Noch nie einer gehabt. Der Haushalt macht jetzt Hilde. Ne, die sagen, die nächsten 14 Tage müssen sie aufpassen, dass sie zum Beispiel nicht stolpern. So, was laufst du das Herz da drum? Guckst, dass nur kein Stuf oder sowas da ist. Nur 14 Tage stellt man sich wieder hin, haut sich so den Kopf an, dass man Sterne sieht. Ne, jetzt, ja, das war der Assistent. Im Schisteltheo, seine Frau, macht ihr so Zeug, ne? Und er, wenn er werde Globus persönlich. Am Stammtisch hat er uns immer gefragt, ob wir genau wüsste, was der Äquator wäre. Und da habe ich nur so zum Spaß. Ha, ich sag, Äquator so stark wie aus Afrika. hallo? Hallo? Nicht, dass ich jetzt denke, das wird stimmen. Gottes Willen. Ja. Machen Sie mich nicht verantwortlich. Ne? Nee, der Äquator ist die Stelle, wo der Globus zusammengesetzt ist. Ne? Übrigens, in Halle 8 ist eine Ausstellung von Kunststofffenster. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir sollte nicht nur Kunststofffenster hole. War jetzt noch Holzfenster, ne? Kollege von mir hat Alufenster. Also nur der Rahmen. Ne, der von der Kunststofffenster hat gesagt, Kunststoff wäre die beste. Ne? Wäre nicht so fest wie Alu und Holz wäre. Also Kunststoff hätte man im Moment sehr viel. Ne? Ist ja eine Preisfrage. Die Holzfenster sind noch in Ordnung, nicht? Aber es ist mir eingefallen, weil ich vorhin durch die Halle 8 und ich die Kunststofffenster gesehen habe. Sagt Ihnen der Name Clemens Rech irgendwas? Arbeitskollege von mir. Der ist ein bisschen, ja, nicht direkt naiv, ein bisschen einfältig, ne? Mit dem haben wir schon Dinger geschafft.
irgendwas zu machen ist, was Kenner gern macht, müssen wir die Clemens machen. Die haben mir schon den Spind mit der Metallspinde zugeschweißt. Irgendwas schief geht, hier ist ganz automatisch, Clemens, was hast du wieder geschafft? Er versucht sich immer zu wehren, aber er kommt nicht an. Wenn man einer trinken gehen, trinkt er keinen Schnaps. Das macht man nicht. Wir sagen immer, wer keinen Schnaps trinkt, bezahlt die nächste Runde. Ich habe noch keinen bezahlt. Wenn man so unter Unsinn, sagen wir immer, und Clemens, was mache die Frau? Er hat ja eine patente Frau, ne? Merke ich. Da kannst du hinkommen, wann du willst. Die Frau ist immer am Putze oder am Koche oder büchelte wirklich. Also die Frau macht sich immer nützlich. Ne? Dann haben wir zu der Frau Sutter, die ist bei uns in der Buchhaltung. Bei der wird kein Schnaps warm. Die trinkt manche unter den Tisch. Ne? Und hier racht von morgens bis oben. Ich glaube, die macht mit der Kippe schon die nächste Zigarette wieder an. Die hat ja noch das kleine Kind von 3 oder 4. Das hat sie so schwer mit der Brünche. Und ist jetzt auch egal. Zu der haben wir gesagt, sie soll beim Clemens seiner Frau anrufen und so machen, als wäre sie die Freundin. Wir haben uns kaputt gelacht. Und da kennt die auch nichts, ruft sie an, sagt sie, hier ist die Roswitha, wo ist denn mein kleiner Clemens? Ne? Aua. Der Clemens von der Seite auch noch Druck kriegt, nicht? Gut, was heißt auch Druck? Wir tun ja nur... Wird er also mal Schnaps trinken? Hier ist die Roswitha, wo ist denn mein kleiner Clemens? Ne? Und der hat, beziehungsweise seine Frau, deswegen komme ich da drauf, auf so einer Ausstellung an so einem Stand Gebäck bestellt. Ich meine, kommt das Paket, Clemens macht das Paket auf, muss das ein bisschen anders erzählen. Hatte Clemens an die Firma, die das Gebäck geschickt hat, einen Brief geschrieben, die haben einen Brief zurückgeschrieben, er hat das alles immer dabei gehabt, hat es uns gezeigt, an die geschrieben, sehr geehrter Herr Rech, so wie Sie uns die Sache, sagt man dann, also schildern, ne? Also Sie würde vermuten, dass er das Verpackungsmaterial gestern. Sagte Clemens, ich habe noch gedacht, wieso machen die das Gebäck so lose in deren Karton? Ne? Sagte, das eigentliche Gebäck unten drin habe ich gar nicht gesehen. Ne? Typisch Clemens. Das war schon 3 Jahre her. Ne? Der Clemens hat jetzt auch schon 2 oder 3 Wochen der Krankenschein. Müsste noch in Kur. Mir ist keiner genau, was er hat. Naja. So, jetzt bleibe ich mal noch einen Moment da sitzen und dann ein wenig los da, ne? Auf der Toilette war mehr Betrieb. Ja, die Leute sind übersättigt, ne? Wenn da jetzt ein Bierstand stehen wird, das wird doch ganz anders aussehen. Man muss das ein bisschen ansprechend gestalten, ne? Genau wie beim Fernsehen. Ich gucke ja, kann man sagen, so oft wie nur die Private, ne? So, irgendwo was passiert ist, muss ich beim ersten als warte bis zu den Tagesthemen, bis die mal rausrücken, wie viele Tote das es gibt hat. Ne? Das weiß ich dann schon seit 7 Uhr. Da war das also noch gar nicht passiert. Guck mal immer so, dass mit denen Notfällen. Ne? Das manche Leute ich machen müssen. Ne? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Mir ist ja meistens beim Fernsehen. Ne? Früher haben wir oft warm gegessen, aber du bist du von den Notfällen so begeistert, so gefesselt. Ne? Und mehr wie immer, wo es erst dann kalt war. Ne? Letzter Zeit ist mir gerade nur Aufschnitt, Gurken, Tomate, da kann nichts passieren. Ne?
Nee, ich finde das in dem Sinn auch nicht brutal. Wie könnt ihr das so geschickt mit der Werbung unterbrechen? Nee, müssen wir gucken, schön gemacht, wirklich. Wenn du, sagen wir mal, eine Szene ist, wo ein Kind immer brennender Haus ist, wo es ja selber auch schon warm wird, nicht? Unterbreche die das mit der Bierwerbung, wo man sich auch noch mal frisches Bier holen kann, bevor es dann wieder weiter brennt. Ne? Ja, und vor allen Dingen, es kostet nichts. Bei der Öffentlich-Rechtlichen muss ich das Ganze noch bezahlen. Ich möchte mal wissen, wie das in Einzelnen immer ausrechnet. Nee, da gucke ich lieber Unfall, der mich nichts kostet. Die Diskussion bei der Öffentlich-Rechtlichen, die hin und vorne nichts bringt und muss noch bezahlen. Ne? Und so Hilde schon ein paar Mal gesagt, wenn sie die Verletzte so in eine Krankenware schiebe, wo so ein Sanitäter so eine Flasche hochhält, also der macht den Werbung, das gehört dort dazu. Ne? Sag ich immer, nee, dann lieber eine Flasche Bier. Ne? Kann sie mir aus kalt sein. Ne? Ey, da muss ich das eigentlich, ne? Jetzt, wie komme ich auf die ganze Katastrophe? Ach so, weil dort kein Bierstand steht. Was also, gut, das ist in dem Sinn keine Katastrophe, aber man sagt doch manchmal, es ist katastrophal, sagt man also, ne? Es ist katastrophal. Zum Beispiel Butter. Bleibt an allem hängen, nur nicht am Messer. Das ist Katastrophe. Wenn Sie mit dem Messer so über den Tisch greifen, schneiden Sie sich ein Stück Butter ab, kommen Sie vielleicht gerade noch bis zur Mitte vom Tisch. Dann steht dort aber wie im Senkel. Entweder eine Tasse Pfefferminztee oder das Bier. Und darf halt die Butter nehmen. Ich habe mir schon angewöhnt, die Butter abzuschneiden, gerade mit der Hand zu holen. Ne? Jo, geh fort. Noch nicht mal auf dem Brot bleibt die Butter hängen. Die Butter ein bisschen kalt ist, die rührt kein Millimeter. So, wenn man die Butter dann noch verstreichen will, reißt man noch ein Loch ins Brot. Wenn man jetzt mit so kleinen Butterstückchen sich das Brot halbwegs bestrichen hat, so schöne Beschäftigung für kalte Winterabende. Dort drauf eine Scheibe Schinken. Emo abgebissen hat man schlagartig wie das nackige Butterbrot. Gibt's doch so kleine, runde Zwiebel, ja. Schon mal versucht, die mit der Gabel aufzustechen. Die machen mit dir der Harry. Aber 100%. Kannst du mit deinen Zwiebeln regelrecht ringen? Daher kommt ja das mit den Zwiebelringen. Ne? Nee, das war jetzt, das war jetzt nur so dahingebrochen. Ne? Wir haben mal an einer Autobahnreststätte was gegessen. Und da hat du, es war ein größerer Tisch, noch einer dabei gesetzt. Der hat so, wie sagt man dann, wie heißt denn das Brot, wo aussieht wie so Holzlatte. Ach, Flit. Ach, der wieder. Flit ist ein französischer Polizist. Wenn man mit den Wetter nicht umgehen kann, ist man ruhig. Ne? Der ist daheim auch einfach so in den Schwitzen. Nee, wie sagt man dann? Was? Baguette, eine Frau muss davor sein.
kann man sich dann so die Weihnachten versauen. Ein Baguette, fein mitgearbeitet, schön durchgesprochen, sauber. Zügig abgelesen, ganz toll, wirklich, nee, sau clever. Sind Sie Saarländerin? Wie auch, die macht den Dinger. Dann stimmt der Ausländer aber. Wem soll das? Pilze? Da hat neulich eine die mittlere Reife gemacht, das waren Sie. Ich komme hier aus dem Saarland, da haben sie die hochdeutsche Sprache erfunden. Ne? Das nimmt aber keiner gebraucht erfunden. Ne? Ah, nee, ich sag's mal. Ein Baguette. Das geht so in die Arme. Ein Baguette mit ganzer Einkaufszettel war da drauf. Ne? Gut ausgesehen. Haben sie um Hilde noch gesagt, wenn ich wüsste, wie man das isst. Das muss der gehört, dann sagt er, ja, mit einem bisschen Geschick geht das schon. Der holt so das Baguette. Geht langsam so hoch, wie er rinbeißen will, klappt das Brot auf. Ganz Bestellung rausgefallen. Ah, ist halt wie an der Baustelle, langsam rückwärts beifahren und der Stand abladen. Ne? Ich habe da eine Bockwurst gegessen. Aber ganz souverän. Ohne äußerliche Beanstandung. Er hat zwar einen Großteil von meinem Senf gegessen. Ah ja, die Tücher gehen so blöd auf. Ich will Ihnen jetzt noch keinen Vortrag halten, Sie sind ja doof, als ich die Ausstellung anzugucken. Aber es gibt so Leute, ne? Die halten dir stundenlang ein Gespräch über Sachen, die dich in keinster geringsten Weise noch nicht einmal interessieren. Sponhermann ist einer. Ich wollte neulich nur von ihm wissen, ob er zum Frühschuppen kommt. Halt der mir einen Vortrag über Europa. Über die europäische Gemeinheit. Gemeinschaft, wer jetzt da beiträgt, wer schon beigetreten, wo er ist, ne? Und die ganze Kingelitz ja da. Also, wenn ich wissen will, was Europa ist, gucke ich auf die Landkarte. Alles andere sind sowieso vermutete Spekulationen. Genau wie damals, schon ein paar Jahre her, wo dort der, wie hieß denn das Ding, Hallische Komet, nächste Date, Sponhermann getroffen, deswegen komme ich da drauf, ganz rotes Auge hat. Er sagt, Hermann, hast du Blindehautentzündung? Sagt er, nee, er hätte den ganzen Mittag auf dem Balkon gestanden und nur dem blöden Ding geguckt. Er sagt, Hermann, tagsüber flieht doch der nicht. Obwohl der ganz besonders spaßig sind, sagt er, ach, wie die Motte. Ah, ich sag, jo. Ich sag, die Motte flieht doch nur deswegen um, weil tagsüber kein Licht brennt. Und das sind Leute, die sich über Europa Gedanken machen. So, gehe ich weiter, sonst rendiert sich das Ganze ja nicht. Geht denn her wieder der ganze Zirkus los mit Eingang und Ausgang und Ziehen und Drücken. Kann man schon so nach dem eigenen Geschmack zusammenstellen. Ne? Ich war mal im Kaufhaus, wollte ich rausgehen, habe ich gleich Zufall am Notausgang gestanden. Kommt einer, sagt der Hanse, Panik. Und ich sage, nee. Ja, dann müsste ich den normalen Ausgang rausgehen. Also haben sie Feuer. Sagt er, ja, ja. Also da hängt der Feuerlöscher.
Verehrte Besucher, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte verlassen Sie die Ausstellung durch die Halle 1. Die Parkplätze befinden sich am Haupteingang. Ach, Sie können hier nicht sitzen bleiben. Muss hier gleich putzen. Also was die Leute so alles stehen lassen, was dann nachher einfach liegen bleibt. Hab schon so manches abgestaubt. Eigentlich putze ich ja nur bei der Familie Laumann. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ist einmal der Sohn Herbert Laumann und dann noch die Mutter Agathe Laumann. Die hat ja eine unglaubliche Ähnlichkeit mit dieser amerikanischen Schauspielerin Etta Stone Miller. Tja, sowas passiert unser einem nicht. Ich denke ja oft über die physikalischen Bedingungen einer hypothetischen Urexplosion nach. Wie Sie vielleicht wissen, war der Urzustand des Weltalls ein sehr heißes Gemisch von Kernteilchen, ein Plasma also, das sich sehr schnell ausdehnte und dabei abkühlte. Messungen der kosmischen Radiostrahlung haben ergeben, dass jeder Kubikzentimeter des intergalaktischen Raumes mit etwa 400 Photonen angefüllt ist. Das entspricht etwa 400.000 Photonen pro Liter. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Kosmologie ist, dass es zu jedem Teilchen auch ein entsprechendes Antiteilchen gibt. Die Zerstrahlung von Teilchen und Antiteilchen, beispielsweise die Zerstörung eines Elektrons und eines Positrons, wobei zwei Photonen entstehen, ist doch wohl eine sehr drastische Bestätigung für die Gleichwertigkeit von Materie und Energie. Beschleunigt man nun eine subsymmetrische Antimaterie gegen die Masse eines Elektron-Positron-Paares, verdampfen die aufeinandertreffenden Teilchen zu Antiteilchen und werden zu Dreiergruppen von Quarks, wie sie beim Ablauf des Urknalls entstehen konnten. Das entspricht einer Beschleunigung von m gleich klein mc hoch 2. Im Vergleich dazu, ein normales Pilz dauert nach wie vor 7 Minuten. Kosmisch gesehen ein Witz. Aber ich erzähle Ihnen da mit Sicherheit nichts Neues. Aber ich kann mir einfach nicht das Mischungsverhältnis von Putzwasser und Putzmittel merken. So, dann will ich mal die Staubteilchen aufnehmen.